und herzlich willkommen beim SCW TV für diese Woche. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir wollen diese Woche einmal gucken, was haben wir denn jetzt eigentlich für einen Trainer an der Angel? Ist es jemand, der nur viel rumschreit und eh keine Ahnung vom Fußball hat? Oder ist es vielleicht genau das Gegenteil? Wir wissen es nicht. Und um das herauszufinden, habe ich Knappi mal in seiner eigenen Trainerkabine eine Überraschung bereitet und ihn dann einfach mal auf den Zahn gefühlt. Und ihr hattet auch noch die eine oder andere Frage, die wir dringend noch loswerden mussten und wollten. Und deshalb können wir jetzt einfach reingucken, wie mein Besuch bei Knappi in der Trainerkabine so war. Viel Spaß! Überraschung! Digga, was machst du denn hier? Ja, wir wollten jetzt mal gucken, wie du dich so ein bisschen hier so auf Training und Spielen und so vorbereitest. Ja, ach du liebe Zeit. Heute fehlt Mütze, Hornetal. Okay. Dann zeig ich mal den ersten Teil an. Ich kommentiere das jetzt immer so ein bisschen, Benni, ne? Der erste Teil ist wie immer das Warm-up, wo wir ein bisschen in den koordinativen Bereich gehen. Was heißt das genau? Ein bisschen, bisschen Bewegungslehre, koordinativer Teil und ja, Speedladder. Ein bisschen Geschwindigkeit reinkriegen. Alles in Absprache mit unserem Athletiktrainer aus Münster. Das habe ich heute Morgen schon vorbereitet mit ihm. Das machen wir auch individuell, also einige von den Jungs werden halt nur auf Geschwindigkeit gehen, einige werden ein bisschen mehr in den Kraftbereich gehen. Dann werden wir als zweites ins Passspiel gehen, beziehungsweise in die Spieleröffnung, auch eine Trockenübung, schon hinführen auf den Gegner Tusholl am Wochenende. Hier halten Lumi und ich dann immer die jeweiligen Trainingstage fest mit den Inhalten. Und auch mit der Belastungssteuerung und, was ganz wichtig ist für unseren Herrn Loch, die Anwesenheitsliste. Jetzt haben wir nicht nur Horn angeguckt, du hast dich auch schon auf Iserlohn vorbereitet. Ja. Können wir uns mal eine kleine Sequenz hier angucken? Ja, die Szene, wo er den sensationellen Fallrückzieher zum Beispiel macht. Genau. Flanke von rechts. Genau. Da siehst du halt, da siehst du auch halt, warum Iserlohn jetzt nach schwierigen Starten der Saison unglaublich gefestigt mittlerweile ist, die Abläufe stimmen einfach und haben dann halt auch eine extrem hohe Qualität im Bereich Einzelspieler. Siehst du hier in der Situation mit Lukas. Wir haben jetzt natürlich auch noch ein paar Fragen von den Zuschauern, die wir nacheinander mal abarbeiten können. Ja. Fangen wir vielleicht mal einfach mit der ersten an. Ist jetzt natürlich ein bisschen weit hergeholt und ein bisschen weit hin, aber die Frage von Tim ist zum Beispiel, wann der Wiederaufstieg in die Oberliga geplant ist. Das ist natürlich jetzt... Ja, also ich glaube, und da muss ich ein bisschen weiter ausholen, dass der Wiederaufstieg in die Oberliga ja eigentlich in diesem Jahr angesetzt war oder geplant war. Der Holger Wobben hat hier eine ganz tolle Mannschaft zusammengestellt, das muss man einfach sagen, die, was das Individuelle betrifft, glaube ich, mit das Beste ist, was diese Liga zu bieten hat. Es hat sich jetzt aber in den ersten 8 Monaten herausgestellt, dass wir als komplette Einheit, und da meine ich nicht das Zwischenmenschliche oder das oder die Motivationsschiene, dass wir als komplette Einheit halt zu viele Qualitäten vermissen lassen, um auf Strecke halt erfolgreich zu sein. Ne? So, jetzt sind wir hier mal an der Taktiktafel. Kannst du vielleicht deine Spielidee, die gegen Olpe zum Sieg führen sollte, was ja leider nicht geklappt hat, trotzdem mal darlegen? Dann haben wir zuerst mit einem Dreier-Mittelfeld gespielt, beziehungsweise mit 3 Sechsern. Streit.
Saskoku. Robin Klaas. Welche Idee steckt denn hier jetzt hinter? Drei Sechser, also. Ja, ne? Ja, wir wollten einfach unglaublich kompakt, kompakt stehen, so wie wir es in Erntebrück auch gemacht haben, um einfach wenig Raum in Umschaltsituationen zu geben, weil wir in den ersten drei Rückrundspielen nur ein Gegentor bekommen. Das haben wir jetzt wirklich ja, stark verbessert. Jetzt geht uns aber die Gefahr nach vorne ab. Vielleicht auch, weil die dicke Nummer 9 im Moment nicht spielt. Ist ja auch gleich die nächste Frage von Eckhardt, von Ecki Driemler. Ach, unserem Friseur, ja. Ja, wann ist Knappi wieder dabei? Er sagt auch im Nebensatz noch, es ist ja immerhin der mit unseren meisten Toren. Das ist auch ein Fakt. Wann spielt er wieder mit? Also musst du oder willst und kannst du überhaupt nicht spielen wieder? Das also von Wollen kann ja keine Frage sein. Ich bin Fußball verbrückt und habe Bock zu kicken. Die Frage, die sich in den ersten Spielen der Amtszeit Saskoku Knappmann gestellt hat, macht es Sinn, wenn beide Spieler über den Platz laufen, ne? Und es kommen keine Impulse von draußen. Wir wollten eigentlich so fahren, dass ich dann halt größtenteils an der Seitenlinie bin und dann halt nur, wenn Not am Mann ist, noch einspringe, weil wir eigentlich der Überzeugung waren, dass wir immer ein, zwei Tore machen werden aufgrund unserer großen Qualität, die wir ja eigentlich haben im Offensivbereich. Nun stellt sich aber heraus, dass wenig Durchschlagskraft in den ersten beiden Spielen da war. Und jetzt kommt es halt darauf an, ob ich spielen kann. Ich kann noch keine Aussage treffen zu Sonntag. Ich gehe eher davon aus, dass es nicht reicht. Okay. Michael, Big Don. Victor Rumpf jetzt ja nach der Hochzeit. Herzlichen Glückwunsch auch nochmal. Dann auch noch eine Frage. Wann bringt die Mannschaft die Leistung, die in ihr steckt? Und was sagen eigentlich die Verantwortlichen zur momentanen sportlichen Situation? Wie kann man das einordnen? Ist es jetzt, ich kann das ja gleich mal versuchen, ein bisschen aufzudröseln. Ist es jetzt gut, wenn man zweieinhalb oder fast drei Spiele zu null gespielt hat, wenn man vorher eine ziemlich löchrige Abwehr hat? Oder ist es eher so, dass man sagt, oh, jetzt müssen wir mal wieder auf was gewinnen? Ich glaube, man sollte das Ganze von zwei Seiten sehen. Zum einen ist es natürlich so, dass der Fan, der hier Woche für Woche hinpilgert und sein Geld hier lässt und vor allen Dingen auch sein Herzblut hier lässt, der will natürlich Sieg und Erfolge sehen. Für Lumi und mich und für das ganze Team drumherum war klar, dass wir jetzt erstmal Stabilität in unsere Defensive bekommen. Weil auf kurz oder lang ist es halt so, dass wenn du deutlich weniger Gegentore bekommst als der Rest der Liga, ja, dann bist du hinten raus. Rainborn zum Beispiel. Ja, dann bist du hinten raus halt meistens die erfolgreichste Truppe. Ja. Und du siehst jetzt, Rainborn war, glaube ich, mit 7 Gegentoren in der Hinrunde absolut souverän Spitzenreiter. Absolut, klar. Und die haben jetzt in den ersten beiden Spielen einen Gegentorschnitt von 2. Und jetzt wird es mein für die. Deswegen, für uns geht es jetzt darum, um da auch nochmal ein Fazit zu ziehen, die Basis fürs nächste Jahr zu legen, die Basis für eine erfolgreiche Westfalen-Zukunft zu legen. Und natürlich möchten wir jedes Spiel gewinnen und möchten den Fans Siege schenken. Aber für uns geht es erstmal darum, das große Ganze zu sehen und Stück für Stück besser zu werden. Und wer es nicht erkennt, dass wir im Defensivverbund deutlich besser geworden sind, der hat entweder keine Ahnung, oder der ist vorsätzlich negativ Westfalen gegenüber eingestellt. Ja, es soll natürlich auch nicht ungeprüft bleiben, wie Knappi jetzt bei der Mannschaft angekommen ist. Und deshalb habe ich auch mal so ganz undercover-mäßig mit unserem Torwart und Mannschaftsrat-Mitglied Benny Kartentier auch mal zwei Worte gewechselt. Ja. Der Knappi ist für mich ein Trainer, der viele neue Ideen, viele Einflüsse hier reinbringt, die Spieler gut motivieren kann. Und uns, denke ich, auch wie wir in den letzten Spielen gesehen haben, taktisch schon
um Längen verbessert hat. Wir haben ein neues Spielsystem, wir haben eine Spielidee und ich denke mal, über kurz und lang wird auch eine neue Spielphilosophie zu erkennen sein, die wir, denke ich, auch vernünftig umsetzen können. Andererseits natürlich auch der emotionale Teil ganz entscheidend und knapp, wo er manchmal natürlich übertreibt und irgendwann am Rand ein Herzen verkriegen wird, über kurz oder lang, wenn er so weitermacht. Was aber auch andererseits natürlich positiv ist und die Spieler gut. Ja, Kampi, was hast du dazu? Rumpert das Herz noch, oder? Nee, also überhaupt nicht. Ich meine, erstmal schön, dass Kampi mich so positiv sieht, ne? Weil ich natürlich auch bis vor kurzem noch nur ein Mitspieler war und sicherlich kein einfacher. Deswegen kann ich auch den letzten Punkt, den Kampi nennt, jetzt bimmelt das Telefon schon wieder, deswegen kann ich den letzten Punkt, den Kampi nennt, auch gut nachvollziehen, wenn er sagt, dass ich gut beraten wäre, halt das ein oder andere Mal nicht so an die Decke zu gehen. Meinst du denn, du kannst das? Ist das nicht, also es ist ja noch nicht mal vielleicht schlimm, dass das so ist, also so ein Typ zu sein. Naja, sagen wir mal so, wenn man das zu oft praktiziert, und das ist natürlich auch ein Fakt, dann verpufft auch irgendwann die Wirkung. Das darf man natürlich nicht außer Acht lassen. Es ist natürlich mal naturell, auch ein bisschen cholerisch zu sein. Aber was viele mir vorwerfen, dass ich halt nicht selbstkritisch bin, ich glaube, genau das Gegenteil ist der Fall. Solche Feedbacks sind halt extrem wichtig, um mich auch als Trainer zu verbessern. Also das ist ja ein direktes Feedback aus der Mannschaft. Und wie gesagt, das ist ja durchweg positiv eigentlich. Außer halt mit der Stellschraube nicht ganz mal so an die Decke zu gehen, auch wenn der Kamera das halt aufgrund meiner Gesundheit angesprochen hat, aber ich kann das schon richtig einschätzen. Es geht auch darum, in schwierigen Situationen sachlich zu bleiben. Nicht immer, aber ja. Ja, das war SCW-TV für diese Woche. Nächste Woche könnt ihr euch auf unseren kleinen Kampfzwerg Nils Hornefer freuen. Wir gucken mal so ein bisschen, was er so privat so treibt. Da ist nämlich ganz was Interessantes im Busch. Stichwort Ibex. Und ansonsten sage ich wie immer nicht Tschüss, sondern auf Wiedersehen und zwar bis nächsten Freitag.